Hallo, was machen Sachen? Ja, ich dachte nicht, dass wir jeweils wieder über die andere Simulator auf meinem Kanal sprechen. Ich hatte vor ein paar Jahren ja mal ein paar Videos bezüglich des Spiels gemacht, wo es mehr um den ja, Games Art Aspekt dahinter geht, weil ich einfach ein persönliches Interesse an dem Spiel hatte. Ich habe es relativ von Anfang an verfolgt, weil es mich interessiert hat. Das war auch so der Anstoß für mich, dass man sagen konnte: Ach komm, da sitzt alleine ein Dude, der macht ein Spiel. Komm, das ist doch cool, das kannst du doch auch. Und willst du irgendwie auch in die Richtung was machen? Und so bin ich dann halt auch unter anderem zu dem Games Artist gekommen, dass ich einfach sage, ja, 3D-Model machen, das finde ich nice, das kann ich machen. Und ja, das war so ungefähr der Anstoß zu meinem Weg als Games Artist. Und ich fand das Modellieren dann doch spannender wie das Programmieren. Ich hatte mich bei dem Spiel auch wirklich mehr dafür interessiert, was für Wege das Spiel geht und nicht, wer der Typ dahinter ist. Aber um den geht es ja jetzt, um den Yandere-Dev oder auch Alex. Ich nenne ihn jetzt einfach Alex, weil es einfach leichter und einfacher ist und das ist sein Vorname. Ich werde gar nicht erst versuchen, den Nachnamen auszusprechen. Also wir bleiben bei Alex. Daher. Ich werde hier ein paar Sachen einspielen. Die werden alle auf Englisch sein. Die habe ich von dem Kanal Ellie Maxi. Die hat Voice Calls aufgenommen zwischen Alex und halt einer Person, die nicht genannt werden möchte. Ich möchte da halt auch jetzt keine Namen nennen. Wie gesagt, ich werde die Voice Calls einsprechen. Es sind schon editiert, sprich, es ist schon kürzer geschnitten. Einige Sachen sind rausgeschnitten. Originalvideo in der Beschreibung, da könnt ihr euch das Originalvideo angucken, dass ich halt persönlich ich selber nichts verschweige. Ich kann nur das nehmen, was halt mir selbst dargeboten wird. Und ja, ich dachte mir, das ist eine Sache, über die man mal aufklären müsse, über die man reden solle. Einfach auch um, ja, einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit der ganzen Sache zu geben. Und es auch, ich aus dem persönlichen Umfeld ein paar Leute habe, die halt auch Fälle von Child Grooming erlebt haben, die halt selbst gegroomt wurden. Und ich das persönlich für ein wichtiges Thema finde. Und das Verhalten, was Alex hier am Tag, ist es so Bilderbuchverhalten, wie wir es mitgekriegt haben, wie halt viele dieser Leute agieren. Im Nachhinein werde ich noch ein paar andere Sachen sagen. Ich habe ein bisschen recherchiert über den Alex. Ich sag, vorher war der mir vollkommen piepegal. Jetzt dadurch, dass das hochgekommen ist, habe ich ein bisschen recherchiert die letzten paar Tage und das bisschen, was ich gefunden habe. Es gibt noch viel, viel mehr zu ihm zu sagen, aber so ein paar Sachen, die jetzt bezüglich zu dem Aspekt, den wir hier besprechen sind, werde ich euch auch noch nachträglich mitteilen. Also erst der Voice Call und dann halt noch ein paar zusätzliche Infos, die ich gefunden habe. Wie gesagt, es gibt so viel mehr. Das ist ein riesen Rabbit Hole, in den ich das gefallen bin, was diesen Typen angeht. Vielleicht machen wir dann mal ein separates Video nochmal extra für den ganzen Kram, den er so noch nebenbei gemacht hat und nicht nur über diese, ja, sehr fragwürdigen Ansichten beziehungsweise, ja, zu, ja, Age of Consent, nenne ich es jetzt einmal so. Ich versuche ja auch so ein bisschen rumzutanzen. Ich bin zwar nicht monetarisiert, ich habe keine Monetarisierung, aber ich versuche YouTube trotzdem nicht böse auf mich zu machen. Also ich versuche irgendwie ein bisschen um manche Wörter drum rumzutanzen. Ich glaube, das seid ihr aber auf YouTube generell gewohnt. So, okay. Ich werde die Voice Calls Schritt für Schritt ein bisschen abspielen. Ich werde euch Untertitel reinpacken und ein bisschen was dazu sagen, wenn mir was dazu einfällt. Wie gesagt, gerade wie er spricht, wie diese ganzen Sachen rübergebracht werden, ist halt wirklich dieses Bilderbuchverhalten für solche Leute. Is that really fine? No, I don't go out. I just stay inside and work on the game. You should turn your film. Oh, you'll see how old I am. Okay, look at you. You're cute. Yeah, you're fucking, you should. I don't know if you too. I don't feel good about it. Yeah. Oh, you're sweet. I have a question for you. What's the question? I want you to be like off guard or anything. Go ahead. Do you talk to other girls when No. you? Wouldn't it make me a bad guy if I did? Okay. It would make me an upset person if you did. You'd be upset? And it's just like, not like in a serious way, it's like, oh. Am I a bad guy for talking to you? Should I stop talking to you? No, you should stop talking. Well, I mean, like, you should, but please don't. Just like, pause. I like your company. Oh, you're so sweet. Do you think you can call like this more often? Maybe. I had fun. You're funny. It's fun to listen to you talk. I'm from Ohio next time. I just make it. I would also be very interested in interacting with you when you are regular. I want to learn what regular you is like. Okay. But high you is very cute and funny.
point, my hands were frozen. Yeah, you do that a lot when you're high. I do a lot when I'm sober, too. Man, you're so cute. You're saying that. It's because you keep being cute. If you don't want to be called cute, then stop being so cute. It's simple logic. Ja, wir wissen jetzt zwar nicht, in welchem Zeitraum das Gespräch war, aber das ist wahrscheinlich eine der Ehrenaufnahmen, also eine der ersten Kontakte. Hier sieht man eigentlich ganz gut, dass Alex einfach erstmal herausfindet, welche Grenzen hat sein Gesprächspartner. Wo ist jetzt momentan, wie weit ist sie bereit, einfach zu gehen? Was ist ihre eigene persönliche Grenze? Worüber möchte sie sprechen? Worüber möchte sie wahrscheinlich eher weniger sprechen? Um die dann halt, wie ihr es wahrscheinlich gleich dann hören werdet, einfach nach und nach einfach ein bisschen weiter wegzuziehen. So als wäre es einfach normales Gesprächsthema. Man wird halt immer lockerer, vertrauter. Und es ist doch normal, dass man als 35-Jähriger mit einer 16-Jährigen gewisse Themen anspricht. Hindsight, es ist nicht normal, was da jetzt kommt. Sprechen wir gleich drüber, wenn es soweit war. And I thought it was just normal. That's not normal size. Oh. No, I think average size of one of those in the US is like 5.5. Wow. Okay. I don't know how to respond like that. I don't know what to say about it. I don't have one, so I'm not like a penis expert. Sorry. Wir müssen nicht drüber reden, dass es nicht okay ist, als 35-Jähriger über die Größen primärer Geschlechtsorgane bei Männern mit einer 16-Jährigen zu sprechen, oder? Ich wollte nur mal nachfragen, ob die Memo auch gekriegt habe. Oder bin ich die Einzige? Das ist nicht okay. Gar nicht. Aber Alex hat auch noch weitere Vorschläge für seinen Gesprächspartner, was man denn so machen könne. There's this one really important thing to remember, and that's that all the money I get is donations from people who want to support me. And if I start working less, then they will think, oh, he's not working, he's lazy, I should not support this guy. Why can't you start earning Okay, let's just hypothetically imagine I have an OnlyFans. Now, what do I post on the OnlyFans? You mean like just naked pictures of me? I don't think I'm good looking enough for anyone to want to subscribe to my OnlyFans. When you turn 18, are you gonna start an OnlyFans? God, no. Well, how can you recommend that someone else do it if you wouldn't even be able to do it yourself? Ich weiß nicht, wo man falsch abbiegen muss in einem Gespräch mit einer 16-Jährigen, dass man halt diskutiert, ob sie denn, wenn sie 18 ist, ein OnlyFans öffnet. Immerhin gibt es die Option, dass er warte, bis sie 18 ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Plus ist für ihn oder nicht. Aber was zur Hölle? Like, personally, guys under 5'9" are just like, So you're basically saying short men are not human and don't deserve humans, and you want them all genocided. It's basically what you're saying. I'm only 5'11". I barely meet the cutoff criteria for being a human in your eyes. What if I told you I'm only interested in girls with double D breasts? Anything less than that is just not attractive. Well, I mean, like, that's your preference, but do you understand how cup sizes work? Nah, the big as a girl's head. I want them big as a girl's head. I have what are considered, these are A cups, isn't that crazy? Because my penis is Because you're so 24 inches. skinny. Yep. So it's like the ratio of the bust compared to, yeah, okay. Yeah, you're very skinny and that's kind of hot. Sorry, am I a bad guy for saying that? Should I go die? No. Am I a bad guy? Ja, nach einem sehr schlechten Witz über Körpergrößen oder halt Männer, die die Körpergröße nicht einhalten. Ich hoffe, es war ein Witz. Ich nehme an. Ich vermute mal, es war ein Witz. Ich hoffe, es war ein Witz. Sind wir wieder bei Geschlechtsteilen gelandet, diesmal mal zur Abwechslung bei den weiblichen. Und ein Schema ist mir aufgefallen, dass er halt häufig fragt, ob er ein schlechter Mensch ist. Meistens ist die Antwort bei Menschen, die konstant nachfragen, bin ich denn ein schlechter Mensch, bin ich böse, bin ich sonst was, ist meistens die Antwort ja. Das ist jetzt halt persönliche Erfahrung, also ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber meistens habe ich die Erfahrung gemacht, wenn jemand konstant nachfragt, ob er denn halt schlecht ist, böse ist, was weiß ich, ist die Antwort meistens ja. Weil jemand, der halt denkt von sich aus, er sei ein guter Mensch oder ein anständiger Mensch,
hat diese Frage irgendwie nicht in seinem Kopf. Nur jemand, der halt, der entweder einen sehr starken Opferkomplex hat oder halt tatsächlich schlechte Gedanken hat, kommt irgendwie auf die Frage, weil er sich, keine Ahnung, selbst belügen möchte. Das ist, wie gesagt, persönliche Erfahrung. Bin kein Psychologe, wollte ich nur mal zwischendurch mal gemeint haben, aber ja. And I can see where they got the idea from, but with context, it's not. Yep, that's my life right there. I don't want it to be something that you're going to get mad at me for asking. Uh-oh. Okay, go ahead. Just go ahead. There was, like, a girl forever ago, and she said that stuff between you and her happened when she was 14. Is that, like, true stuff? I'm just kind of curious. Nope. There's a whole story behind why that accusation even exists, but it's like it takes a million years. I'd rather not talk about it if I could just explain it with text. I understand. It's okay. It's okay. I'm just curious. I just wanted a yes or no answer. I don't care why she did it. I just wanted to know. There was no girl. There was a guy who made a Tumblr page where he made up the fake identity of a 14-year-old girl. Ja, zu dem Punkt ist schwierig, was zu sagen. Es gab schon vorher Gerüchte, dass Alex mit 20 eine minderjährige Freundin hatte. Das Ganze war allerdings noch vor dem Start von Yandere Simulator. Also es ist schon eine Weile her. Das Ganze ist nicht wirklich gut dokumentiert. Man findet eigentlich genauso viel für die Theorie, dass das ein Troll war und keine Frau oder kein Mädchen. Man findet aber genauso viel dafür, dass das halt tatsächlich ein echtes Mädchen war und die wirklich gedatet haben. Ja, ich kann dafür nur sagen, es gab Gerüchte, ich weiß halt aber nicht, ob da was dran ist. Wait, hold on, did you ever answer that question? I asked you if you were a virgin. Yeah, then my phone rang. Very conveniently, I had to go flee to answer the phone call. Here's a question for you. What makes you think it's possible that I'm a virgin? No, ask me that and I gave an answer. What was it? You're like, maybe you were shy in college and maybe and you haven't had any time to meet people because Yandere sim. Yeah, exactly. If I'm a virgin, does that make me a pathetic loser? Why would it make you a pathetic loser? It's like, oh, this guy has no riz. He can't get any girl to sleep with him. Pathetic. Maidenless. No bitches? Like, I'm half hoping you are, half hoping you're not. Because, like, if you're not, then, like, good for you, you have sex. But if you are, like, You want to steal my first time? Well, I'm not very experienced with ladies. I can tell. No, no. Wow. Okay, bye. You just don't have any time. It was not like that. You just don't have any time. Wow. So mean. You're such a bully. Ja, und wieder zurück zu Themen, die man mit Minderjährigen vielleicht nicht besprechen sollte. Wir hatten jetzt primäre Geschlechtsurteile von beiden OnlyFans. Jetzt anscheinend, einen Bodycount möchte er wissen, anscheinend scheint er keinen zu haben oder gibt sich dafür aus. Ich weiß nicht, was die Intention dahinter ist, dass er sich halt so hinstellt, oh, ich arme Wurst, bin eventuell vielleicht doch, ja, nein, Jungfrau. Das sind Themen, die ein 16-jähriges Mädchen nicht angehen sollen bezüglich eines 35-jährigen Kerls. Ich weiß nicht. Wie gesagt, wir können eine Strichliste machen. Ich glaube, wir haben schon fast alles durch. Vielleicht noch Lieblingsposition, das würde noch fehlen oder so. Dann haben wir alles. Aber ein Bingo. Hi. Hello there. How are you? It's an average day for me. You probably have, like, a whole tree of things. Yeah. With all their little branches of ideas, all that. Because you have been working on the game since I was 7? I've been working on it for, yeah, I've been working on it since 2014. Oh yeah, I was 7. I was 7. You're fine. It's just, I don't know, it's weird. It's weird to process that. Und hier haben wir unsere erste visuelle, ja, Bestätigung, dass es sich bei dem Gesprächspartner tatsächlich um Alex handelt. Ich finde es ein bisschen schade, dass es zu den ganzen anderen Voice-Schnipsel halt einfach keine Aufnahmen gibt, in welchem Zeitraum das ist. Ob das wirklich die richtige Reihenfolge ist von dem Gesprächsablauf, das wäre ein bisschen interessant, fände ich schon. Und man muss halt dazu sagen, immer wenn es solche Aufnahmen gibt, ist es immer ein bisschen sass,
was für eine Intention dahinter steckt. Ist es wirklich so? Man hat sich unterhalten, man hat sich mit Freunden unterhalten, die haben gemeint, ja, finde ich ein bisschen komisch, was der Kollege da macht, nimm das mal auf und zeigt mir das. Kann sein. Kann aber auch sein, dass man halt mit der Intention geht, ich mache jetzt da mal was und gucke, ob er anspringt und wenn er, mache ich das öffentlich. Egal, was jetzt die Intention dahinter ist. Ist vollkommen egal, ob das jetzt provoziert ist oder nicht. Es ist immer noch sein Fehler, dass er mit einer 16-Jährigen über solche Themen spricht, von sich aus. Selbst wenn die 16-Jährige zu ihm hingeht und ihm halt gezielt solche Fragen stellt oder gezielt darauf anspricht, er ist der Erwachsene, er muss sagen, halt, stopp, nein, mache ich nicht. Thema ist tabu, weil du bist so jung. Das ist seine Pflicht quasi als Erwachsener. Man kann das nicht unbedingt immer von einem 16-Jährigen erwarten, dass man halt da vernünftig umgeht. Ja. 16-Jährige meinen oder als Jugendlicher meint man ja schnell mal, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Dem ist nicht so. Aber es gibt ja bei Gesprächen immer zwei und der Gesprächspartner war erwachsen. Der Erwachsene muss dafür dann halt einfach seinen Part als Erwachsener erfüllen und sagen: Thema No-Go. Nein, nicht machen. Auch wenn er sich dann hinstellt: Ja, aber sie hat angefangen und ich armer kleiner Game Dev, bin ja so einsam, keiner ist mal nett zu mir und jetzt ist einmal jemand lieb zu mir und dann darf ich nicht lieb zurück sein und all so ein Käse, was er sich schon alles ausgedacht hat. Nee, nicht mit einer 16-Jährigen. Du kannst mit deinen Homies oder mit einem, ja, mit jemandem, der erwachsen ist, gerne drüber sprechen, da kräht kein Hahn danach, aber mit einer Minderjährigen hat man solche Themen nicht zu besprechen. Nein, ist nicht okay. Da hat man Stopp zu sagen. Ich weiß nicht. Ja, oder? Ist doch normal. Der Erwachsene muss halt auch mal ein bisschen erwachsen sein und sagen, wenn was zu weit geht. So, I know that the official ages are 18, but like, is it high school? No, it's a post-high school academy. Huh. So, how old is everyone? Everyone's 18. Is like 18 or like 18 plus? Everyone in the, well, I mean, there's like adults, like the teachers are older than 18. The headmaster is like 60, but all the students are 18. Oh, that's weird. I feel like high school age makes more sense. It would make more sense, but then everyone would complain, oh my God, the characters are under 18, so I have to contrive a story that makes them over 18 or 18. Because everyone gets so mad about kids. Because, like, you can't sexualize minors. I mean, you can't disagree with that without sounding like a creep. There's nothing I can really say about that. Mother Nature sexualizes minors. Puberty starts to give breasts and wide hips to children before they turn 18. It's not like, you know, a person does it to a child. The child's own body does it to themselves. It's not like an adult can go to a child and cast a magic spell that gives them breasts. Ha-ha, I've sexualized you. I gave you breasts. And the child is like, no. Now the child just does it. The child's body does it automatically. A child gradually becomes an adult over time because of puberty. Yeah, It's done it. I get what you're Biology saying. doing it. What, does it sound silly when I phrase it Yeah, like that? it sounded really silly. But it's true, though. I'm unable to do this weekly challenge in Saz. It is so hard. What's the weekly challenge? Don't masturbate. Oh my God! Ja, und zum Schluss haben wir nochmal eine schöne Erklärung von Alex, warum seine Highschool mit 18-jährigen Schülern versehen ist. Es gab schon die wildesten Erklärungen von Alex, warum das denn ist, von ja, das ist alles ein Rollenspiel, die gehen ja alle freiwillig hin in der Freizeit und machen Schulsachen, weil die Schule so stark vermissen und was weiß ich, was er sich alles ausgedacht hat. Immerhin war er hier so ehrlich und gesagt, ja, ich muss die 18 machen, sonst kriege ich einfach Probleme. Könnte auch daran liegen, dass das Spiel mehr einem Fetischspiel ähnelt als einem Hitman-Spiel. Aber das ist jetzt nur meine Meinung, das ganze Ding, alles, was drumherum passiert, also ich bin da echt in ein Rattenloch gefallen, das komplette Spiel ist halt wirklich. Eigentlich ist das, fällt da schon fast, ich würde sagen, es ist ein Fetischspiel. Das ist kein Hitman-Game, wie es sein sollte, oder auch kein Hitman-Persona-Kombi-Spiel, sondern es ist schlichtweg ein Fetischspiel. Ende der Diskussion, das ist meine Ansicht. Das ist das, auch gerade das, was halt drumherum ein bisschen passiert. Ich habe mich ein bisschen drumherum ein bisschen umgeguckt. Auch die Leute, die jetzt noch mit an dem Spiel mitarbeiten, haben ein sehr interessantes Portfolio. Einige Leute sind gegangen. Es ist eigentlich generell, dass viele Leute im Laufe des Spiels einfach gegangen sind, weil immer mehr und mehr halt kuriose Sachen passiert sind, immer mehr und mehr sexualisierte Sachen haben und viele Leute hatten halt damit ein Problem, verständlich. Man will nicht unbedingt an einem Spiel mitarbeiten, wo halt Minderjährige sexualisiert werden. Kann ich verstehen.
Und ja, die Leute, die jetzt noch mit vorhanden sind, haben ein sehr interessantes Portfolio. Also wenn ihr über 18 seid und einfach mal sehen möchtet, was da abgeht, könnt ihr auf die Seite gehen. Bitte, 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 bitte. Seid nicht minderjährig, wenn ihr auf die Seiten geht. Es ist ein Riesenrattenloch, was sich da aufgetan hat. Das ist echt der Wahnsinn. Ich hätte nicht damit gerechnet. Das Spiel war von Anfang an ein bisschen sass, aber das ist ja echt kurios, was da alles so mit dranhängt oder wer da mit drinne hängt. Unsere Person hat sich, wie gesagt, an Ellie Maxie gewandt mit ihren Voice Calls, mit ihrer Geschichte und beide haben angefangen, an einem Video zu arbeiten, an einem Expose-Video zu Alex. Es war auch fast fertig, soweit ich das mitbekommen habe, aber es wurde nie veröffentlicht, da Alex es mitbekommen hat zwischendrin und hat halt vehement und alles Mögliche getan, um daran zu hindern, dass dieses Video online kommt. Er hat unsere unbenannte Person so dermaßen manipuliert und zugetextet und alles, wirklich alles gegeben, um zu verhindern, dass dieses Video tatsächlich online kommt. Und wie gesagt, bis heute, bis zum jetzigen Tag, ist das Video nicht hochgekommen. Wir haben jetzt halt nur dieses Video mit den Voice Calls und den Snapchat-Nachrichten, die halt Alex, unserer unbenannten Person, geschickt hat, um daran zu hindern, dass das Video halt nicht online kommt. Das sind halt Vorschläge von, ja, sagt, dass das eine Lüge ist, sagt, dass das eine AI ist, die das gesagt hat, bis hin halt zu sagen, ja, es ist doch gar nicht so schlimm, sind doch nur 2 Jahre, bis du 18 bist und versucht alles zu relativieren, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist und zieht dich die tollsten Sachen aus dem Hut, fängt da an, irgendwelche mathematischen Dinger zu berechnen und ich habe keine Ahnung, was er damit bezweckt und hat alles versucht, ihr klarzumachen, dass das ja alles nicht so schlimm ist, was er getan hat, dass das ja alles nur so Kleinigkeiten sind und dass sie ihn manipuliert hat, dass sie dran schuld ist und dass sie ihm sein Leben zerstört hat und wirklich halt Victimblaming vom Feinsten. Sie ist dran schuld, dass er sie, ja, sie ist am allen schuld. Die 16-Jährige ist dran schuld, dass sich halt ein 35-Jähriger sexuell einer Minderjährigen nähert. Ja, es ist faszinierend, was da zusammengekommen ist. Hier sind nur ein paar Ausschnitte. Der komplette Konversation könnt ihr halt im Originalvideo gucken. Das wäre mir jetzt zu viel, das alles noch durchzugehen. Aber ganz ehrlich, nach ein paar Tagen Recherchen bezüglich der Person Jan Redaff oder Alex, wundert mich bei dem Typen nichts mehr. Ich habe so viel Bullshit gefunden, was er so gesagt hat und versucht zu rechtfertigen. Allein die permanente Rechtfertigung, warum seine Highschool-Schüler alle 18 sind, ist von halt wirklich, ja, das ist ein Lab und die sind alle da, weil die Bock drauf haben, die finden Schule irgendwie geil, die haben das vermisst, deswegen machen die das. Ist jetzt auch vollkommen wurscht, dass da Leute umgebracht werden und man macht dann halt einfach trotzdem weiter. Bis hin, ja, das ist ja eine fiktive Welt und die Regeln gelten ja da nicht, da geht Schule halt ein bisschen länger, dann sind die halt alle 18, das ist okay so, das ist dann halt auch normal. Dann kam auch die Frage, ja, die sind ja alle 18, aber wieso brauchen die denn jetzt halt eine ID, eine Fake-ID, um irgendwas zu holen, um irgendwie Zigaretten zu kaufen, Alkohol zu kaufen oder irgendwelche Erwachsenenbücher zu kaufen, kam die Antwort. Das ist zwar eine fiktive Welt anscheinend, aber die sind 18, aber all diese Sachen sind wie im normalen Japan erst ab 20 erhältlich. Auch eine glorreiche Idee seinerseits ist dieses Inventarsystem. Ich glaube, das spricht schon Bände. Es gab eine Umfrage, ob das übernommen werden soll. 11% sagen ja. Coole Idee, der Rest sagt, nee, lass mal lieber nicht machen. Er war beleidigt, dass halt die Leute gesagt haben, nee, lass mal nicht machen. Ich nehme an, er hätte es sowieso ins Spiel gemacht, wenn er besser programmieren könnte, weil er hat sich bis jetzt noch nie davon abhalten lassen, dass halt seine Zuschauer irgendwas nicht wollten. Deswegen würde ich mal meinen, vielleicht liegt es eher daran, dass er es nicht programmiert kriegt oder so. Ich weiß nicht, ob er auf seine Zuschauer hört. Bis jetzt hat er es halt relativ wenig getan. Er hat immer die Ideen, die er hatte, vorgeschlagen. Feedback abgewartet, selbst wenn es negatives Feedback war, hat er es trotzdem gemacht, weil wer soll ihn aufhalten? Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, wie das hier zustande gekommen ist, dass man extra spezifizieren müsse, dass man seine Eltern nicht töten möchte, dass man einen blöden Witz als Teen gemacht hat. Ich weiß nicht, warum man sich dafür rechtfertigen muss. Eventuell gab es solche Anschuldigungen doch. Ich habe jetzt nichts wirklich Konkretes dazu gefunden. Ich fand es nur weird, dass man sagt, ja, nee, übrigens, PS, ich wollte meine Eltern nicht töten. Ja, normaler Move, steht in meiner Bio auch. PS, ich wollte meine Eltern nicht töten. Er hat auch für die generelle Allgemeinheit glorreiche Ideen gehabt, nicht nur für sein Spiel. Er war der Meinung, so eine Sexlizenz wäre eine coole Idee. Hat dann irgendwie sich versucht zurückzurudern und sagte, nee, das war ja gar nicht so gemeint. Er hat ja nur auf eine E-Mail geantwortet und er hat ein bisschen übertrieben. Das war ja so nicht gemacht.
Wobei es halt solche Posts gibt. Das sieht mir jetzt nicht nach, ich habe in der E-Mail übertrieben, sondern ich habe hier eine komische Idee und irgendwie sind die Leute nicht meiner Meinung. Seltsam. Ich muss mich jetzt irgendwie rausreden. Generell hat er einfach eine sehr seltsame Art, sich für verschiedene Sachen zu rechtfertigen. Wir haben auch eine schöne Sache. Ich werde jetzt nicht unbedingt vorlesen, worum es geht wegen Monetarisierung. Ich hoffe, es ist okay, wenn es da steht. Dass er halt gewisse Aspekte in Fanfics, die er schreibt, er scheint anscheinend auch oder war früher ein sehr enthusiastischer Fanfic-Schreiber. Da sollten verschiedene Sachen hin vorkommen und er hat die wildesten Ausreden, warum das jetzt unbedingt mit in seine Geschichte rein müssen. Und das ist ja gar nicht so schlimm und es ist ja nicht sexualisiert. Das muss ja alles, das ist Teil der Geschichte, das ist wichtig, das muss da rein und das muss ja anscheinend auch gut beschrieben werden, weil sonst hat man ja nichts davon. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, das sind jetzt so ein paar Highlights, die ich jetzt auf die Schnelle für euch gefunden habe, ohne dass man das groß erklären müsste, hoffe ich mal. Es gibt, wie gesagt, noch sehr, 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 sehr viel mehr zu dieser Person zu sagen. Das ist echt der Wahnsinn, was innerhalb der 10 Jahre, in denen er in dem Spiel arbeitet, alles über den Typen ans Licht gekommen ist. Und dass das halt irgendwie gefühlt keinem vorher aufgefallen ist. Wie gesagt, ich habe viele, viele Videos bekommen, jetzt vor dem Vorfall, der jetzt war, dass halt viele einfach kritisiert haben, er hat schlechtes Programmieren, er hat Game-Dev-Geschichten einfach ungünstig erstellt. Aber diese Aufarbeitung von seinen Taten und seinen eigenen Posts, da habe ich jetzt weniger was zu gefunden. Kann sein, dass die geclaimed worden sind, dass sie rausgenommen worden sind. Es gibt Gerüchte, dass er viele Sachen claimt. Das kann sein, dass ich einfach too late to the party bin. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe auch keine Reuploads großartig gefunden. Vielleicht habe ich auch nicht richtig gesucht. Wie gesagt, ich hatte jetzt 3 Tage oder 4 Tage so recherchiert. Eigentlich mainly zu dem Vorfall, der hier Hauptthema ist. Das andere war so zufällig noch zusätzlich gefunden und ich wollte es euch nicht verschweigen, weil es macht, zeichnet so ein bisschen Bild, wer die Person eigentlich dahinter ist. Ja. Und ich denke, das Video ist lang genug. Ich denke, damit war es das jetzt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und bitte seid mir nicht böse, dass ich kein Timelapse, sondern nur diese Galaxie im Hintergrund habe. Ich wollte für das Thema keins meiner Bilder verschandeln. Ich wollte das nicht in Relation mit einem meiner Bilder setzen. Und extra was dazu malen wollte ich jetzt auch nicht. Deswegen, ich hoffe, das ist so okay. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns nächstes Mal vielleicht bei einem schöneren Thema. Ciao.